Es ist auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht den Kopf hängen lässt. Eine Niederlage ist ja hier in Berlin nichts Unnormales, aber wie man dann verliert, das ist dann schon ein bisschen enttäuschend unterm Strich. Ja, nicht mehr ganz 10 Minuten haben die Mädels jetzt Zeit, das vernünftig zu gestalten. 8,5 sind so. Sich hier vernünftig aus Berlin zu verabschieden. Und Tor. Franka Kühne, Treffer Nummer 7. Und da holen sich die Wismaraner gleich wieder den Ball. Wollte. Da muss ich rausnehmen, weil keiner nachgerückt war. Jetzt muss man neu aufbauen auf Wismarer Seite. Ja, es wäre schon wünschenswert, wenn wir jetzt ein klein wenig Tore nachlegen können, um einigermaßen Ergebniskorrektur zu betreiben. Das hat er vorher abgefilmt, der Ball von Kühne war drin. Und der Ball von Kühne war bei Besitz für die Füchse. Und der Fritenko im 1 gegen 1. Und Volta hat den Ball wieder. Lars haben Nachfahrt, dann spielt gehalten beim Beifahren und dann wird der Ball auch noch gehalten. Ja, auch ein bisschen mal am Block, lässt mal die Köpfe hängen. Und jetzt gibt es ein neues Spielgerät. Oder? Nee, der Ball wird nur abgetrocknet. Ja. Auch knapp 6 Minuten auf der Uhr. 7 Tore erstmal hinten von der TSG. Das hat man sich hier nicht ganz so vorgestellt. So, Bedenken um 1 gegen 1, Stürmer faul. Kühne mit dem Kreisanspiel. Lars hat ihn noch, Kühne, und sie scheitert. Ja, die Abwehr läuft ein Tick besser bei der TSG, zu spät. Angriff läuft nicht, wieder der Ball gewinnt. Nein, nein, nein. Und Evelyn Schulz, der Ball ist zu weit. Ich denke mir, das ist zu einfach, wenn man nur auf sich dann so vernaschen lässt. Marie Bode, 35-27. Ja, der Ball zu weit, für Evelyn Schulz. Und auch den bekommt jetzt Evelyn Schulz nicht. Und es scheint genau das einzutreten, was man auf Wismarer Seite unbedingt verhindern wollte. Jetzt hier haben wir Zeck nochmal rausgenommen.
Zweiter Kreis, Kühne versucht sich da gegen drei durchzusetzen. Es gibt den 7 Meter. Ja, Matzek kommt zum 7 Meter. Nummer 4 für die TSG. Und er ist drin, Ball Nummer 4, 35, 28. Trotzdem hält man sich auf Berliner Seite. Ja, die Stimmung in der Halle. Man ist zufrieden natürlich, 35, 28 für die heimischen Spreefüchse. Tolles Spiel, auch wenn jetzt Antje Borkowski noch mal einen Ball abgreifen konnte. Kühne und auch sie scheitern. Erneut an Claudia Hahn. Ja, und da will auch als Trainer einem irgendwann die Worte. Ja, ich denke mir, das Spiel ist jetzt schon abgegeben. Jetzt lässt Marsha noch mal durchspielen. Dass alle Spieler auch noch ein bisschen Einsatz bekommen, muss man natürlich, auch das ist wieder eine Entscheidung, wo man sehr fragwürdig sein kann. Schrittfehler entschieden da. Ich denke, vielleicht kommt diese Niederlage auch zum rechten Zeitpunkt, dass es kein Selbstläufer wird. Insofern kann man da nicht, muss man sich die kritische Auswertung ansehen und dann neu stimulieren. Ja, da wird einiges auszuwerten geben nach dem Spiel. 35 Gegentore sprechen dafür. Mit Sicherheit. Und dann sehen wir es jetzt nochmal ganz klar angesagt. Auf Berliner Seite. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ganz ähnlich, wie wir es vorhin schon mal gesehen haben. Nur diesmal mit Bohle statt mit Girl. Den halben geholt zum Wurf. Aber Antje Borkowski, denke ich mir, hat sich auch in der zweiten Halbzeit gesteigert und hier und da schon eine hundertprozentige gehalten. Fuß entschieden. Nochmal Freiwurf für die Spreefüchse. Und schlimmer Foul. Und der lange Ball. Jetzt will er nochmal das Tor für Wismar. So ist es. Jenny Oldendorf mit ihrem ersten Treffer in dieser Partie. 1 Minute 10 vor dem Ende, 36, 28. Ergebnis Kosmetik, mehr nicht. Wieder kleine technische Mängel. Das Kampfgericht sagt ja, was soll ich machen? Schöne Möglichkeit jetzt für die Spreefüchse und für die Fensterspreefüchse, das Spiel hier nochmal zu genießen. Und natürlich besonders bitter jetzt, wo das Spiel entschieden ist für die TSG aus Wismar, für die Spielerin auf jeden Fall. Ja, das kann nicht befriedigen, das ist ganz einfach so. Wir sind auch mit einer anderen Erwartung. Wie gesagt, es ist eine klasse Mannschaft hier, die Reigendorfer Füchse. Der Sieg völlig zu Recht, überragend, Sviridenko. Aber das allein kann es nicht sein. Ja, da kommt einiges dazu, die schnellen Bälle, die man abgibt. Wir haben, wie gesagt, 5 Minuten vor Spiel, erste Halbzeit, waren wir ja voll im Spiel. Und man hat gesehen, 2 unnötige Strafminuten wegen undisziplinierten Verhaltens, dann die Bälle so leichtsinnig vergeben, da sind wir auf die Verliererstraße geraten und fanden nie wieder ein Spiel.
Richtig, wir kamen nie wieder aus dem, in den Tritt bei der TSG aus Wismar. Bohlen, und dann kommt dieser Ballon an. Christina Bühler, 36 zu 29. Nur Einwurf von der Ecke. Und das sind jetzt die letzten 10 Sekunden in dem Fuchsbau. Kühne an den Pfosten, das spricht für dieses Spiel. Und da ist es aus, 36 zu 29. Kevin, die Spreeföchse aus Berlin gegen die Auswahl der TSG Wismar. Und im Strich ein verdienter Sieg nach dem mit einer Klasse zu bedenken und in der Mitte. Aber auch eine schwachen Vorstellung, die man sich nicht so vorgestellt beim Manager der TSG Wismar. Für den netten Kommentar für dieses Spiel. Wünsche der TSG natürlich viel Glück für die weitere Zeit. Kommt gut nach Hause. Es gibt auch bessere Zeit. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Vielen Dank. Ja, 36-29 Sieg für die Spreefüchse Berlin. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Heimmannschaft. So hat man sich das vorgestellt heute. Ja, das freut uns natürlich, dass wir gewinnen. Dass wir gewonnen haben. Wir haben ja in der letzten Zeit eine schwierige Zeit hinter uns. Wir haben ja fast eine neue Mannschaft, sind nur noch 4 übrig geblieben vom letzten Jahr. Und das freut uns natürlich, dass jetzt die Mannschaft langsam zusammen wird. Wismar, wir hatten vorne den Manager am Mikrofon, der sagte, man ist mit anderen Erwartungen hier hingefahren. Was hat Ihnen nicht gefallen heute in der Kurzzusammenfassung? Ja, natürlich. Erstmal will ich gratulieren, dass Berlin mit sehr guter Leistung. Wir haben versucht, das gute Leistung abrufen. Bis 25. Minute das sehr gut geklappt und dann passiert großer Bruch, wenn das wir nicht gekommen zurück zum Spiel. Wir haben nicht geschafft, in Deckung gegen Zwiedenker spielen. Sie hatten ein gutes Spiel angekommen und ganze 60 Minuten gute Leistung gezeigt. Natürlich mich ärgert, wir bis jetzt, wir haben sehr gut Deckung gespielt und ja, das erste Niederlage bei uns in dieses Jahr, wir müssen das akzeptieren. Das sieht jetzt recht gut aus, wie geht's für euch weiter? Na, ich hoffe, dass wir Selbstvertrauen aus diesem Spiel ziehen können und dass es jetzt aufwärts geht weiter. Wie gesagt, bis jetzt ging es bei uns auf und ab, weil wir eben eine neue Mannschaft hatten und große Probleme, Hallenprobleme hier in Berlin hatten. Es wurden Hallen renoviert und wir nicht richtig trainieren konnten. Und das ist jetzt vorbei und ich hoffe, dass sich jetzt die Mannschaft festigt. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin unterwegs.